Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Prey mit Paxis nach dem Mega-Fail beim letzten Mal. Die Herausforderung ist Quinton Purvis. Chef ist es gewesen, nicht verderbliches Essen für ihn zuzubereiten. Präpariert? Nicht schlecht. Hier, ich öffne den Kühlraum, wie versprochen. Viele tote Puppen und Vorräte. Keine Eier hinter ihren Augen. Da schwimmt nichts Schwarzes. Andere kommen. Sie versuchen sich wie Menschen zu verhalten, damit ich die Tür öffne. Gehen Sie rein. Nehmen Sie, was Sie wollen. Lassen Sie mir nur die Puppen. So, ich denke mit 60. M.U. Ich kenne den Namen. Aber woher? Morgan Yu wurde von Alex Yu. Er ist einer der Co-Direktoren der Station. Und er gibt total nett. Mein letzter Teil nicht auf. Still jetzt. Wenn Sie Hunger haben, essen Sie. Wenn die Puppen nicht reinkommen, explodieren sie wie Bomben. Die Bestie legt Eier in ihre Köpfe und lässt sie explodieren. Hä? M.U. Trackstar-Müll. Sind Sie wach, M.U.? Eingefroren vielleicht? Ich nehme das Spielzeug von der Puppe. Ich sehe alle Namen auf einer Liste. Ihren auch. Von jetzt an hören Sie zu. Gesund gezaubert mit Blumenkohl. Ich weiß, wer Sie sind. M.U. Sohn von William U. William. Trackstar. Spielt immer mit Leben. Jetzt schaue ich vielleicht zu, wie Bestien sie fressen. So wie sie mich verfüttern wollten, oder? Die Kälte tötet sie. Macht aus ihnen eine gefrorene Puppe. Das ist also ein bisschen verrückt, der Kunde. Okay. Komm aus dem Kühlraum, na geil. Abigail Foy. Musste die auch so sterben? Abby, ich bin noch in der Datenzentrale. Ich weiß nicht, warum du nicht rangehst. Ich hoffe, du bist in Sicherheit. Wenn es schlimm wird, trenne ich einen Datenspeicher ab und laufe am Rumpf entlang. Komm zum Fitnessbereich und klopf ans Fenster beim Pool. Diese Erschütterung müsste ich spüren. Und Abby, bitte geh kein Risiko ein, ja? Ich... Pass auf dich auf. Ziel abgeschlossen. Daniels Stimme zu synthetisieren. Zumindest zur Umgehung der Absperrung der Datenzentrale. Ich habe auch nach Anzeichen von Bewusstseinsfeldern auf der Station gescannt. Signale von Menschen werden kaum registriert. Typhon hingegen erzeugen starke Wellen. Aber bei der Koralle sind die Werte unregelmäßig. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Je eher wir ihren Zündschlüssel erhalten, desto besser. Der Typ ist also einfach mal verschwunden. Ein Tag ohne Trackstar-Nahrungsprodukte ist ein verlorener Tag. What? M.U.,
Sie leben noch? Gut. In der Ukraine lernen wir Minen aus Transtar-Müll zu machen. Das wollte ich Ihnen sagen. Danke. Werden die mir die jetzt angezeigt? So einen Grund? So, hier gibt es auch keine Quests mehr. Das ist ein merkwürdiges Geräusch. Egal. Wir gehen jetzt erstmal wieder zu den Quartieren. Und zwar diesmal entweder rechts herum oder geradeaus. So gehen wir zuerst lang. Ich denke, rechts herum. Ja. Und dann geradeaus. Oh, hier kommen ja eh wahrscheinlich die meisten wieder nicht rein. Hier kommen wir rein. Da wächst nichts, das wir brauchen. Pizza. Warum kann man die Pizza nicht mitnehmen? Ist da keine drin? Mein neuer Reployer. Mein neuer Reployer. Ich möchte mich persönlich bei Ihnen für den... Achso, das hat man schon Teil angefordert. Es geht mal wieder um eine Morgenanfrage. Morgen war auch die Maschinenlabor und stand einfach nur da, als wäre. Das hat man auch schon. Okay. Hebelkraftassistenz. Verringert die benötigte Zeit, um schwere Objekte aufzuheben. Ah, das nehmen wir doch gerne rein. Weil wir haben eh noch Plätze frei, wäre dumm, wenn wir es nicht machen. Immer noch nur 6 Euro Mods, das gibt's doch gar nicht. Waffen-Upgrade, das heißt, wir können jetzt die Pistole upgraden. Da fällt mir gerade ein, wann finden wir hier mal eine neue Waffe, verdammt nochmal. Was ist denn hier los? Egal. Ich schaue nochmal nach, aber müsste alles, genau. Dann nehmen wir jetzt mal... Oh, effektive Reichweite, das könnte sinnvoll sein. Wobei Präzision ist vielleicht noch sinnvoller. Weil wir nehmen das eh nie auf so eine große Entfernung. Ich hatte bisher nie ein Problem mit Entfernung, glaube ich. Ja, ich nehme Präzision. Nicht wirklich spannender Raum von Mr. Jorgen Thorstein. Belami, ist nicht sogar ein Quest? Ja genau, Schlüssel der Leiche, benutze Belami, zu betreten, haben wir getan. 3 Neuromod, jetzt haben wir aber bitteschön, na 9, na endlich. Hat sich doch schon mal gelohnt, und die Neuromods auf gar die er auf jeden Fall jetzt nicht verschwenden. Dass immer die gleiche Schrottmusik kommen muss. Optimierer Telepathie. Verringert die Psykosten von Telepathiekräften. Scan abgeschlossen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Welche? Okay. Ist egal, ich brauche die mir gar nicht durchlesen. Ich habe auch gerade gar nicht die Neuromods dafür. Morgens Lösungen. In den letzten Tests hat Morgen verschiedene Lösungen für dasselbe Problem durchexistiert. Obgleich wir jede mögliche Variable in Betracht gezogen hatten. Beispielsweise in Raum A in Test 9 bewegte er die Boxen präzise nacheinander. In Test 10 ließ er sie alle gleichzeitig ein paar Zentimeter in die Höhe steigen, was den Test rein technisch abschloss. Im Test 14 hat er sie dann eingeäschert. Ohne das Sicherheitsglas wären sie jetzt tot. Was passiert nach dem Zurücksetzen seines Gehirns, das zu dieser Art von Variation führt? Das ist eine gute Frage. Tja, weiter. Was ist schon? Hey, was war denn der Sinn dann von der Quest? Okay. Noch gar nicht bald wieder ein Gegner, das wäre sonst mindestens ziemlich merkwürdig, wenn da noch mindestens einer ist.
Haben wir jetzt etwa diese eine Mission abgeschlossen, die so nervig war mit dem finden Sie die Leiche, bla bla bla? Sehr geil. Oder aber auch Zeit. Eigentlich komplett sinnlos, die ganzen Leichen zu finden. Also wahrscheinlich einfach das. Es ist so eine Art. Wir sammeln ein paar Tauben, die wir bei GTA abschießen müssen. Das ist wahrscheinlich genau das gleiche. Keine passende Schlüsselkarte, aber war eh offen. Es wurde durchsucht, wie man sieht. Code der Azur. Code. Hä? Oh, hallo Leiche. Matthias Kohl. Psyhypo brauche ich auch gerne. Brauche ich einfach, habe ich gerne. Weil wir doch in letzter Zeit gegen die starken Gegner relativ häufig unsere Psy-Kräfte einsetzen. Das war nur das eine, was wir gelernt haben, aber das hat bisher auch ausgereicht. Hey, du hast wohl schon wieder einen Transcribe verlegt. Wollte nur sagen, dass es bei deinen Sachen in meinem Quartier liegt. Weiß ich, ob du es wieder haben willst. Kannst mich anrufen oder so. Abby. Das klingt nach Gegner, wir speichern mal. Mach ich echt nicht oft in dem Spiel selber speichern, irgendwie vergesse ich das immer. Oh, scheiße. Wäre auf jeden Fall auch mit weniger Munition gegangen. Schade. Und jetzt, wo wir in letzter Zeit doch häufiger mal Munitionsknappheit hatten, ist es schon, denke ich, nicht schlecht zu versuchen, da ein bisschen achtsam mit umzugehen. Sieht ja genauso aus wie das andere Quartier. Hä? Ach so, das ist das andere Quartier, ich Idiot. Sehr geil, hier müssten wir rein. Danielle Schuhs Quartier. Danielle, hab dich vermisst. Ich lasse deinen Charakterbogen hier, habe aber einen übrig, falls du es nicht vor dem Spiel zurückschaffst. Und keine Sorge, sieht gut aus. Wir sehen uns im Freizeitbereich. Melinda Shadow Corner. Ach so, die Dinger sammeln wir ein? Alles klar, ich dachte, die gucken wir nur an. Erledigen. Verschollenes Transcribe finden. Im Vorführraum suchen. Meine Sachen aus Abbys Quartier holen. Entschuldigungsbrief fertig schreiben. Arsch hochkriegen. Beziehung über Arbeit stellen. Beziehung über Arbeit stellen. Ich dachte umgedreht. Der Sternenbeuger-Zyklus Band 1. Die dunkle Anomalie. Kaiserin Tomaline startet an ihrem Spiegelbild vorbei in das tiefe Schwarz. Ihre kantigen Gesichtszüge umgrenzt von der Hauptaussichtskuppel des Großkampfschiffs Shattertracks. Sorry, aber Shattertracks? Was? Ich weiß nicht, vielleicht klingt es auf Englisch oder als wenn man englische Muttersprache hat, klingt vielleicht Shattertracks nicht lächerlich, aber im Deutschen finde ich jetzt, klingt es irgendwie Shattertracks lächerlich. Der königliche Astronom räusperte sich. Außerdem, Eure Majestät, wird die dunkle Anomalie an Schwung zunehmen, sobald sie erste Systeme verschlingt. Innerhalb weniger Monate wird die gesamte Galaxie verschwunden sein. Ab diesem Zeitpunkt wird die Anomalie über genügend Masse verfügen, um weitere Galaxien in ihren Schlund zu reißen. Ich schätze, Sie möchten mich bitten, eine Expedition zum Aufspüren dieses Sternbeuger-Prismas zu finanzieren. So wie Sie ständig über dieses Ding plappern, könnte es der Schlüssel für die Rettung unserer Galaxie sein, falls sie überhaupt existiert. Eure Majestät, ich kenne nur einen Mann, der wahnsinnig genug ist, dies in Angriff zu nehmen. Ihr meint doch nicht etwa Trevor Pulsar. Oh mein Gott, dieser Trevor wieder. War ja klar, wer sonst? Eieieiei, ich bin gespannt auf Band 2. Oder aus Auszug aus Band 2. Kaputtes Transcribe, auch das erste Mal. Was machst du da? Nimmst du das auf? Gemeinsame Transcribes machen Spaß. Machen sie nicht. Das ist wie eine geistige Sammlung. Beide halten Weg. Zerknüllter, unfertiger, handgeschriebener Brief. Abby, es ist irgendwie persönlicher, dir einen Brief zu schreiben, aber längst nicht so angsteinflößend, mich von Angesicht zu entschuldigen. Ich weiß, ich bin ein Feigling, aber ich weiß nicht, was ich sagen würde, also... Moment, Fett. Abby, manchmal kommen mir die Worte einfach so aus dem Mund und ich kann sie nicht mehr aufhalten und es ist zu spät. Sie sind rauhig.
Abby, ich bin nicht gut in sowas. Das merkt man. Ja, Wörter, bla bla. Hallo, Transcribe? Liebes Zukunftswir. Heute Zukunftswir? So wollen wir uns nicht ernsthaft nennen. Heute ist es mir gelungen, meine wunderschöne, dickköpfige Partnerin zu... Dickköpfig? zu überreden, im Bett zu bleiben und keine Extraschicht zu machen. Und das ist der Dank dafür. Aber wo ist denn das andere Transcribe? Das war doch gar nicht fertig. Was machst du da? Nimmst du das auf? Gemeinsame Transcribes machen Spaß. Machen sie nicht? Das ist wie eine geistige Sammlung. Beide halten wichtige Momente fest. Ach so, es war also doch schon fertig, sorry. Die gelbe Tulpe. Feiern Sie mit uns im kleinen Rahmen den Erfolg von Transtar. 19 Uhr, Trinkspruch und Rede von Alex. 20 Uhr, Vorführung der Besatzung. Sky Braxton und Danielle Show. Besatzungseinrichtungen, zweite Ebene, bla bla bla. Meisterhandbuch zu Fatal Fortress, 6. Ausgabe. Seid gegrüßt, Spielleiter! Fatal Fortress spielt in einer Welt ohne Sonnenlicht. Als Spielleiter werdet ihr eine Gruppe tapfer... Im Gegensatz... hat man schon. Band 3, eine Lieferung durch Zeit und Raum. Trevor Pulsar ließ den Antrieb der Talon auf Hochtouren laufen und betete zu Solar, dass er die Lücke im Asteroidenfeld erreichen würde, bevor die Mordrax-Räuber ihn einholen würden. Er hatte dringende Angelegenheiten für die Kaiserin Turmaline zu erledigen und in einem Gefängnis der Mordrax zu verrotten hätte. Das hat man schon, oder? Ja, das hat man schon. Level 1 oder Stufe 1, es sollte recht einfach werden. Bolzen, Werfmunition, Daten übertragen. Erhöhte Präzision, Struktur des Schaden verändert sich mehr. Konservationsarchiv. Daniel, ich hatte heute ein Treffen mit dem großen Alex Yu. Er hat mir mal wieder sein Tut-mir-leid ohne Lösung unter die Nase gerieben. Zwischen ihm und Morgan ist das Tradition. Das Tut-mir-leid der Yus. War das so heuchlerisch wie eine Daniel-Show-Entschuldigung? Nein. Daniel, es ist nicht einfach, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, aber hast du mich eben mit ihm verglichen? Mit diesem arroganten Sack? Daniel, das muss aufhören. Du hast recht. Verschwinde, es ist aus zwischen uns. Daniel, ich sagte raus. Schatzsuche, neues Ziel. Seid gegrüßt, Abenteurer. Jeder von euch sollte nur im Besitz eines Kartenfrag... Finde Daniel Shows Karte, okay. Ich konnte sie manchen von euch persönlich überreichen. Andere haben nach unserem letzten Spiel vielleicht eine neue Akte auf ihrem Schreibtisch entdeckt. Arbeitet zusammen und schlüsselt die Hinweise. Kommt dann zu meinem... Boah, wie viele sind denn da mitgemacht? Wie viele haben denn da mitgemacht, verdammt nochmal? Haben wir es jetzt? Na also, kommt dann zu meinem Quartier und nehmt eure Belohnung entgegen. Eure bescheidene Spielerin Abigail. Ja, dafür haben wir noch nicht alle Karten, deswegen können wir auch noch nicht wissen, wie es ausgeht. Also weiter. Hier sind wir gekommen, ich Idiot. Niemand drinne? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Hallo Bill, wenn Sie verletzt oder krank sind, dürfen Sie aussetzen. Ansonsten heißt es 75 Minuten Training pro Woche, Minimum. Der Code zum Fitnessbereich lautet bla bla bla, falls Sie ihn vergessen haben. Den hatten wir, glaube ich, eh schon. Seife können wir also auch nicht mitnehmen. Hä? Warum liegen denn leere Konservendosen auf dem Klo? Das war schon bei dem anderen so. Verstehe ich nicht. Essen die hier oder was?
Naja, wenigstens keine Monster. Ah, schade, dafür haben wir keine passende Schlüsselkarte. Was haben wir jetzt? Besatzungswohnkapseln, okay. Sieht aber gar nicht gut aus hier, viel zu groß, da muss irgendwo was sein. Sie könnten alles sein. Wieder so ein unsichtbarer Typ, ne? Nämlich recht im Sinne. Egal, wir speichern erstmal und dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.